So, meine Freunde, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream. Wir sehen auch schon direkt zwei komplett neue Skins. Die Frage ist halt nur, was haben sie sich dabei gedacht? Geht es jetzt wirklich schon neues in die neue Season? Weil persönlich finde ich, es soll ja Wasser geben. Und die sehen schon schwer nach Tauchern aus, ne? Wenn man mal so richtig hinguckt, ist halt so ein Elixier-Skin. Der von Elixier lebt anscheinend wegen dem Rückenaccessoire. Also ich würde schon behaupten, es ist in meiner Meinung nach geht es wirklich in die neue Season rein. Also kriegen wir wahrscheinlich wirklich Wasser. Ich bin nun mal gespannt, wie Epic Games das umsetzt. Weil ich habe keinen Bock unter Wasser da dauernd rumzuschwimmen und hast du nicht gesehen. Die Skins an sich, ja, sehen okay aus. Was heißt okay? Es ist halt mal wieder was ganz anderes. Also in der Richtung hatten wir halt wirklich noch gar nichts. So an sich okay. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-FamilyHack. Dann, ihr seht unten rechts, Zuschauerrekord wurde noch nicht geknackt. Was bedeutet? Was heißt bedeutet, ihr werdet jedes Mal, wenn wir den Zuschauerrekord knacken auf Twitch, werde ich halt einen Skin raushauen an euch. Heute wäre es halt ins Schwarze. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, kommt gerne mal im Stream vorbei. Der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Den Skin könnt ihr dann gewinnen, wenn ihr Sub seid. Wir haben jetzt schon, insgesamt wurden schon 15 Subs verschenkt. Also auch einfach mal so, wenn ihr keinen Bock habt, Geld auszugeben, vielleicht kriegt ihr einen kostenlosen Ab. Wenn ihr euch nett und lieb verhaltet. Und ja, was haben wir noch im Shop? Rebell ist drin. Ja, da sage ich ja immer, die Variante ist meiner Meinung nach die beste von dem Skin. Dann habe ich gesehen, das Emote gab es gefühlt 100 Jahre nicht mehr. Aber ja, ist halt ein 200 V-Buck Emote. Man darf halt auch nicht zu viel erwarten. Aber ist halt nach langer Zeit wieder drin. Und ich sage ja immer wieder, das hier wird immer öfters jetzt kommen, dass irgendwelche Skins, Emotes, Tänze, Kleider seltener werden, weil halt immer mehr Skins reinkommen. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben jetzt schon wieder zwei neue Skins. Dann wird der mal wieder nur kommen, dann wird er mal wieder nur kommen. Also die Skins an sich werden jetzt generell immer seltener. Also wenn euch ein Skin gefällt inzwischen, es kann passieren, dass er nicht mehr so oft kommen wird. Die 800 V-Bucks Skins, ja, da würde ich nicht drauf gehen, aber so die 1200, 1500 Skins, die könnten schon ruckzuck, ist mal wieder ein halbes Jahr rum und schwupp ist er schon wieder selten. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit der ganzen Info. Denkt dran, ich bin gleich auf Twitch online. Gern in der Videobeschreibung abchecken, gern Follow da lassen. Gruß geht da raus an die jetzt fast 300 haben wir jetzt voll. Und was Rette die Welt betrifft, heute leider keine V-Bucks-Missionen, aber ich fange gleich im Stream erstmal an, meine ganzen V-Bucks wieder einzusammeln von den ganzen Tagesmissionen. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Stream.